Ja, und somit ein recht herzliches Hallo zu Forza Horizon 3. Kleines neues Projekt, Versuch von mir, mal schauen, wie lang und wie weit wir es schaffen. Die Inselrundfahrt möchte ich schauen, mit welchem Auto wir da am schnellsten sind. Jetzt mal fürs Erste mit der Hot Hatch Klasse da, mit den etwas kleineren, fangen wir mal ein bisschen an. Und zwar habe ich alle mit 1,6 Litern ausgestattet. Den haben wir nur schon einmal hergerichtet und in den Favoriten reingeben. Der zählt hier nicht dazu. Den habe ich entdeckt, den habe ich einen Fehler gemacht. Den muss ich noch auf 1,6 tunen. Den werden wir aber auch fahren können, den Fiesta dann. Dann haben wir hier die Hondas, die zwei. Witzigerweise mit dem Überbau 323 kW. Das ist überall irgendwie derselbe Motor in jedem Auto oder so. Ich keine Ahnung, irgendein Rallye 1,6 Motor. Den, was man da reintunen kann, ist aber, finde ich, aber ganz geil. Was aber nicht so geil ist, denn die Killers sind... Ja, es geht, glaube ich, nach dem Gewicht. Geschwindigkeit. Ja, der ist leichter, deswegen hat er 7,1 Geschwindigkeit. Okay, da geht's... Ja, obwohl der jetzt auch denselben Motor drin hat, hat er jetzt nur 6,1. Und ich kann bei den Gängen nicht mehr viel anders machen, deswegen ist es ein bisschen komisch. Mit demselben Motor hier... Das, unter einer Tonne fährt er nur 6,1. Vielleicht liegt es ein bisschen an der, Aerodynamik, kann ich mir jetzt aber auch nicht ganz vorstellen. Also, der Unterschied ist jetzt da jetzt auch nicht. Der fährt 7, der da, ja. Egal, der hat noch 5,9, da kann ich aber leider nicht mehr viel mehr machen. Das ist das Problem. Und bei der Insel, gerade bei der Inselrundfahrt ist das mit der Geschwindigkeit natürlich dann etwas blöd. Aber egal. Wenn ihr noch Autos mit 1,6 Litern wisst oder speziell sehen wollt, sagt mir das ruhig. Mal schauen, mit was wir alles fahren. Da will ich die meisten eigentlich schon fahren. Den Corsa, den Renault auf jeden Fall, den alten C-Kadett, der wäre irgendwie lustig, den Mini auf jeden Fall. Honda müssen wir schauen, ob wir da beide fahren oder nur einen. Bei 5,9, er schaut zwar geil aus, aber der ist für die Inselrundfahrt dann, glaube ich, ziemlich sicher zu langsam. 6,3, das können wir unter Umständen noch probieren. 6,7, 6,4 hier der Abarth. Und mit dem werden wir auch gleich einmal losstarten. So, ich glaube, da hat sich noch irgendwas verstellt. Mal schauen, Schwierigkeitsgrad, und zwar, ja genau, die Lenkung. Deswegen ist das alles ein bisschen verstellt worden hier. Wir werden aber überall gleich fahren, wir werden das einschalten, dass wir da eben Stabilität im Rennen haben. Okay, das können wir lassen, das passt. Dann geht es auch schon los für heute. Nächstes Mal werden wir vielleicht dann direkt da starten unter Umständen. Mal schauen. So. Zack, gehen wir rein. Nein, nicht die Meisterschaft. Ein Funrennen hier mit Hot Hatch natürlich. Wir fangen hier ganz links an mit dem Abarth. Wie gesagt, wenn ihr da Wünsche habt oder sagt, es ist generell scheiße, fahr lieber normal die Rennen und Ding. Ja, mit Mike werden wir dann eh wieder fahren auch. Das ist dann eh kein Thema. Mazda, da habe ich eigentlich, habe ich den noch nicht getunt. Da können wir nämlich auch einen 1,6er, glaube ich, reingeben in den Mazda. Der ist mir auch Hot Hatch, aber da war ich mir noch gar nicht sicher, ob ich den nicht mehr oder weniger eine Stufe höher dann raufgebe zu den nächsten Autos, denn der hat dann schon, ihr seht, 2,6 Liter da serienmäßig, den will ich schon in der nächsten Klasse dann mitfahren lassen mit dem Astra und so, diese Klasse, Renault Megane, da fährt der dann, glaube ich, mit. Hier ist einmal die kleinere Klasse, aber schauen wir mal, wollt ihr da alle sehen, wollt ihr gar keinen sehen, würde mich da über Feedback freuen, wenn ja, was wollt ihr unbedingt sehen. Ich fahre mal mit dem Fiat,
Der Acura, das können wir sich noch überlegen, ob wir den fahren lassen. Den Fiesta möchte ich auf jeden Fall sehen. Hat sogar weniger KW, wo 2 Liter drin ist. Naja. 6,4, 6,7. Das so alles im 6er Bereich. 5, 9, ich glaube, das ist wirklich zu wenig. Das ist leider zu wenig. Der hat aber die 2 Liter Maschine hier drin. Den habe ich dann noch irgendwo. Der hat 7. Der ist dann eher noch der Favorit, glaube ich, hier. 6, 7. Ah, das ist ja wieder zwei Ding. Ja, genau. Und der hat auch 6, 7. Ja, die meisten sind eh ungefähr im selben Niveau. Der Mini ein bisschen schneller. Der ist für mich der Favorit. Momentan bei den Autos, was ich da jetzt habe. Mal schauen, ob wir noch irgendeinen oder vielleicht auch so einen älteren reinkriegen da, wie den... Corsa. Der ist da jetzt nicht drin natürlich, aber für mich wäre in derselben Klasse. Egal, wir fangen diesen Event mal an. Ich werde dann euch immer durchsagen, wie die Zeiten sind, wer wo ist. Am Anfang des Bartes dann in Zukunft. Das ist hier mal der erste. Tuning, muss ich da irgendwas umstellen noch? Übersetzung kann ich hier leider... Weiß nicht, ob ich das drin habe, kann ich jetzt gar nichts sagen. Heck ein bisschen weicher. Fahrwerkshöhe vorne. Ein bisschen weicher. Ja, das andere ist eh soweit okay. Na, Heckflügel wäre vielleicht gar nicht so dumm gewesen. 45, das passt. Okay. Dann starten wir los. Go. Mit unserem Mini. So, ich fahre mal kurz von innen. Denn so 40 ist einfach ein bisschen leichter. Wir werden auch sicher das eine oder andere Mal zurückspulen, denn ich will immer ungefähr schauen, dass wir dieselbe Runde zustande bringen. Ohne dass wir grob im Baum hängen bleiben. Wenn es mal passieren sollte, dass ihr gleich Bescheid wisst. Aber das werden wir dann spontan entscheiden. Sorry, schauen wir mal von außen ein bisschen. Aber ich glaube, von innen tue ich mir ein bisschen leichter. Joypad ist von außen ein bisschen instabil. So, da sind wir schon mal an alle vorbei, das ist schon mal sehr gut. Na, später wird das sicher interessanter dann mit den Autos mit dem höheren Hubraum. Da hinten in der Kurve gerade werden wir mit dem einen oder anderen vielleicht da abfliegen auch. Da hinten dann. Die Kurve ist sehr verdächtig. Ja, schauen wir mal, was der Abarth hier zustande bringt, der 500er, Fiat 500. Ja, hier kann man im Prinzip fast alles Vollgas durchgehen. Ja, ich habe überlegt, vielleicht dann das nächste eine Art 2 Liter Klasse, vielleicht ja, müssen wir schauen, was wir da haben bei den Renault Megans, bei den Astras, wie sie es alle heißen, und dem Mazda. Auf was für eine Literklasse hubraummäßig wir uns da einigen können, dann sollten wir das ganze Projekt dann noch weiterführen. Hier, genau hier war extrem wichtig, den Schwung mitzunehmen. Aber wenn da schon die roten Pfeile am Boden sind, ist es natürlich ein bisschen schwierig.
Momentan mit den ganzen Autos ist mein Tipp der Mini, weil er immer am schnellsten geht von dem kmh her. Also wenn jetzt nichts extrem scheiße liegt auf der Straße, wie das mal machen, ja, jetzt stehen wir da schon an leider. Da müssen wir dann tapfer sein bei den ganz langen Graden. Wenn wir dann halt ein bisschen im Drehzahlbegrenzer drinstehen. Mal schauen, ob wir auf 11 Minuten bleiben können oder ob wir... Ah, ich glaube schon, mit 11 Minuten werden wir es... 11 Mitte... Das ist einmal mein Tipp. Aber bei 1,6 Liter mit dem Speed, schwierig. Ich bin gespannt, ob euch das auch interessiert. Das die eigene Idee von mir. Aber wir haben nur 5 Gänge, ja, das ist wirklich auch scheiße. Ja, dann muss ich trotzdem nach dem Rennen nochmal kurz reinschauen, ob ich da die Gänge vergessen habe zum Tunen. Aber eigentlich habe ich das bei allen gemacht. Guck mal fest, aber ich glaube, ich habe die 1,6 Liter drin und dann habe ich es doch nicht drin gehabt. Vielleicht habe ich es irgendwie nur nicht gespeichert gehabt, ich weiß es nicht. Gut, aber zum Glück braucht es jetzt nicht so scheiße an, wenn man da am Limit unterwegs sind, dass er immer rauf oder runter heult. So, wir fahren einfach in Speed und das passt. Hier die engen Kurven, das ist ein bisschen der Vorteil vielleicht von unserem Fahrzeug gerade. Es wird natürlich auf die Distanz nicht wirklich viel bringen, wenn er da nicht die kmh aufs Parkett zaubern kann. Ja, der wird schwer haben hier, der Abarth. Boah. Ja, solange wir nicht komplett irgendwo uns einbauen. Und irgendwie... abfliegen komplett. Fahren wir natürlich weiter. Das werde ich aber dann spontan immer entscheiden. Das wird aber erst wirklich ein Thema werden, auch bei den höheren Fahrzeugen. Sondern vor allem biegen wir dann links ab. Das muss ich einmal jetzt mit dem Auge behalten. Hier bergab die Bremsung, jawohl. Ansonsten alle Autos im Prinzip gleich getuned anscheinend. Haben wir jetzt gesehen, wenn die ein bisschen schwerer sind, geht das auch gleich auf Kosten der Höchstgeschwindigkeit. Na, ich weiß, die Automatik schaltet leider ein bisschen früh. Aber es ist dann bei jedem Auto im Prinzip gleich. So, jetzt da ist wieder... Ah, ich habe schon länger rein. Hier ist wieder okay mit Speed. Hinten dann die Küsten gerade rauf wieder, ist leider wieder eine Speedstrecke. Ab jetzt rechts dann. Okay, das machen wir noch einmal. Die Bank hat uns jetzt ein bisschen zu sehr gebremst. Ich wollte hier so viel wie möglich mitnehmen. Ja, und zweites Mal machen wir dann keine Experimente mehr. So, jetzt geht es ja da wieder beim Festival hinten noch vorbei. Alles Vollgas hinten rauf. Ah, oh, mit RS4 bin ich mal gefahren. Ich weiß nicht, was ich da für einen Motor einbaut habe, aber das ist dann schon fast zu schnell. Muss ich mal da was einfallen lassen, wie wir das machen.
hier können wir ein bisschen schauen. Na, 280 schaffen wir gerade nicht. Ja, das sind wir von der Brücke, genau. Es wird wohl ein Rennen pro Bade jetzt immer werden. Mal schauen, wenn ich vielleicht einmal einen guten Tag habe, dass ich vielleicht zwei raushaue, also zwei Rennen gleich an Instant mache. Aber ich will schauen, wer hier der schnellste Inselumrunder ist. Ich hoffe, ihr auch ein bisschen. Im Prinzip können Sie selber nachfahren und schauen, wie viel schneller ihr seid, im Vergleich zu mir. Ich bin jetzt hier nicht so berühmt unterwegs, aber es geht. Einen Blick auf die Minimap, das ist nie ein Fehler. Na, hier die Kurve mit den schnelleren wissen wir auch da. Da muss man auch sicher bremsen da hinten, bei den Häusern kommen. Und jetzt bremse ich mich zum Rennen an, oder was? Ist das ein Scherz? Nein, oder? Das kann es aber nicht sein. Jetzt kurz vor dem Ziel. Haben wir nicht meine Ding hier zusammen. Na, jetzt haben wir es eh gleich geschafft. Jetzt sind wir da unten schon im... Na, jetzt ist schon egal, Gott sei Dank. Na, dann muss ich immer eine eigene Ding machen. Ein eigenes Rennen. Rennen erstellen, wo definitiv kein random Wetter da so drin ist. So, erster sind wir mal, das passt. Und was haben wir für eine Zeit? Ah, 12:30 nur. Ah, okay, dann habe ich das ein bisschen verwechselt. So, gleich einmal aufschreiben hier. Eins, zwölf. Nicht 1,12, 12,30, 2,37 mit dem Abarth 6 95 ist notiert. Ist notiert, Freunde. Ist notiert. Wunderbar. Ich hoffe, ihr seid jetzt auch so begeistert von dem Projekt wie ich. Ja, einen guten 70er wieder hier gemacht. Wunderbar. Schöne Kohle. Und ein Wheelspin, ein Freilos. Weiter mal was Geiles heute zur Abwechslung. Ah, 20.000, ja, wenn wir VIP hätten, jetzt 40, das wird ja immer verdoppelt. So, wunderbar. Ein paar Fans kriegen wir natürlich auch dazu. Und im Level geht es auch relativ schnell dahin. So, und schau noch kurz rein in den Club. Wir haben ein neues Mitglied, und zwar den MSFP1993, der Markus, ein Arbeitskollege,
Jo, Club Rangliste, ich glaube. Ja, ich und... da war er brav unterwegs. Sehr gut, er hat das Spiel erst neu gekauft auf der Xbox. Die Indusi hat jetzt kurz einmal jetzt geschaut. Alle anderen sind hier heute inaktiv. In der Woche zumindest jetzt einmal gerade. Und ich muss noch ein paar Punkte machen, dass ich hier in den Silberrang komme und 100.000 Credits bekomme. Das wäre natürlich nice. Zumindest das. Oder wie viel brauche ich da? Ja, das werden wir schon mit den... Ja gut, wenn wir jetzt den... Ja, auf Silber muss man schon ein bisschen was machen noch die Woche. Aber wenn ich hier noch ein paar so Parts aufnehme, komme ich sicher auf Silber hin. 283.000 EPs bis Silber, da unten steht es eh. Ja, das ist noch einmal... da müssen wir noch ein paar Runden hier fahren. Auf der Ding, aber das könnte sich sogar ausgehen. Und für 100.000 Credits einmal so nebenbei auch... ganz okay, würde ich sagen. Jo, und mit unserer Club-Übersicht sage ich danke, beziehungsweise wir schauen noch einmal rein und ich zeige es euch noch einmal. Wenn es ihr... Ah, schön, Funde, da hat er mal was gemacht, da machen wir einen kurzen Blick gleich. Was hat er uns gegeben? Hat er einen Porsche 3... Dings, die Pumps, die... egal. Ist es nicht so wichtig. So. Die Favoriten noch einmal, wie gesagt, bis auf den. Den muss ich noch Ding. Könnt ihr hier aussuchen, vielleicht was ihr am meisten sehen wollt oder was euer Auto wäre, auf was ihr setzen würdet. Wie gesagt, ich setze auf den Mini. Wobei der Clio mit 7.1 eigentlich sogar ein Tick schneller ist. Und 6.7 hier, die Kollegen mit 6.7 vielleicht gar nicht einmal so viel langsamer sind. Weil es ja ein bisschen mehr auch aufs Fahrverhalten drauf ankommt. Also der hat jetzt 7.6 in Handling. Ja gut, 7.5, das ist alles ziemlich gleich. Der hat sogar nur 6.9 leider, also der Kadett. Mit dem werden wir ziemlich bald auch fahren und die Favoriten dann zum Schluss raushauen. Den werde ich vielleicht testen, aber der wird zu langsam sein, leider. 6.3... Ja, der hat jetzt 6.4 gehabt, der könnte... Ja, 6.3 ist... Ja, wenn ich von 6.3 auf 6.9 oder auf 6.7... Wie viel km/h das sind? So 20 vielleicht, aber das... kann entscheidend sein. Wir werden vielleicht nur den Honda Typ R nehmen, der ist mit 5.9 ist der leider zu langsam. 6.1 der Kadett, 6.1, dann habe ich ihn umsonst hergerichtet. 6.4 schon, nee, das bringt nichts, den Kadett brauchen wir auch nicht fahren, den brauchen wir nicht fahren, außer es will einer explizit den sehen. Da werden wir gleich ein bisschen aussortieren, dass wir da weiterkommen, denn das macht dann leider keinen Sinn. Wie gesagt, wenn ihr da einen Wunsch habt und das unbedingt sehen wollt, bitte gerne. Ich werde gleich den Fiesta noch einmal herrichten. Hoppala. Aber ich doch, Bein hat den falschen Motor drin. Haben wir da überhaupt einen? Ja, das ist eh der da. Der Rallye. Und der ist aber 2 Liter. So, dann schauen wir, wie sitzt da. Aha, in dem Fall, ja, es war umgekehrt auch schon. Also mit Allrad auf einmal dann schneller war, warum auch immer. 6.1, Freunde, 6.1. 7.0, nice. Kostet zwar 21, aber wir haben Kohle genug. Einstellungen installieren. Ja, 2 Kilo werden wir schwerer, macht aber nichts. 3.23, ja, das schaut ganz gut aus. Mit 7.0 jetzt der Fiesta, auch mit dem Club der Favoriten aktuell. Mal schauen, ob ich noch ein Auto finde mit 1,6. Jetzt Hot Hatch Klasse haben wir im Prinzip alle. Aber 1,6 Liter können wir noch schauen, ob wir noch irgendwann ein altes, vielleicht sowas in die Richtung. Irgendwas, was uns noch interessiert. Moment, die Favoriten wieder.
Deswegen habe ich eigentlich den Kadetta geholt, aber dadurch der so langsam ist, dachte der ist schneller, weil er eben leichter ist auch. Also die Theorie stimmt dann anscheinend auch nicht ganz mit 931 Kilo, dass der dann... Bisschen eigenartig. Bisschen eigenartig. Ich kann es euch aber trotzdem zeigen. Vielleicht liegt es einfach am Alter. Ich weiß es nicht. Da im Prinzip dasselbe mit dem Luftmengenbegrenzer. Da braucht man sonst nämlich nichts tunen. Wenn man diesen Rallye-Motor nimmt. Das ist immer der gleiche wie überall. Da haben wir den 1,6. Ist das der i4 Turbo Rallye? Auf jeden Fall 1,6. Ja, 3,2 könnte man hier einbauen, aber da darf er bei mir nicht mitfahren, denn wir haben hier 1,6 Hubraum an Begrenzung. Ansonsten eh Tuning frei, was das Herz begehrt. Serie ist da knappe 2 Liter Motor. Der ist sogar leichter mit der 1,6 Turbo Rallye. Der hat sogar nur 4,4 Geschwindigkeit. Naja, egal. Ich sag danke. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen interessiert dran. Und schreibt mal eure Favoriten. Was ihr glaubt, wer gewinnt. Jetzt mit dem Fiesta ist sogar noch einer dazugekommen. 6-7 weiß ich nicht, ob der dabei ist. Also Fiesta, Mini, der alte Clio, schneller wie der, unfassbar. Wobei 6-7, wie gesagt, wissen wir nicht genau, ob wir da trotzdem eine Chance hätten von der Zeit her. Ansonsten der Fox soll auch noch mit dabei in die Favoriten. Jo, dann sage ich danke, das war's. Und ich werde mal mit die Geschwindigkeiten 6,7 mal fahren. Den Acura lasse ich mal aus. Den braucht man nicht unbedingt. Honda Civic, ja, vielleicht, ja, den werden wir im nächsten Part. Einen Honda will ich schon fahren, den werden wir im nächsten Part fahren, genau. Und dann die ganzen 6,7er von der Geschwindigkeit her und zum Schluss dann die 7er. Das war's, danke. Ich hoffe. Ah, das war jetzt länger als gedacht. Okay. Ja, macht ja nichts. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich werde da, ja, jetzt relativ unregelmäßig natürlich, weil ich nicht genau weiß, wenn ich immer aufnehmen kann. Aber wann es geht, fahren wir da. Im Idealfall, so wie jetzt eine halbe Stunde, wäre es besser, wenn wir da zumindest zwei Rennen gleich abspulen können, wenn es mehr Zeit erlaubt. Da wären wir da auch schneller unterwegs. Gut. Für heute war's das. Ich sag danke. Schreibt's mal unten bitte eure Meinungen, eure Ideen, was auch immer. Was habt ihr für einen Favoriten? Habt vielleicht noch ein anderes Auto, was wir mit 1,6 Liter tunen können oder mitfahren lassen können, was halbwegs Sinn macht? Dann schreibt mir das unten gerne rein. Ja, genau. Dann lassen wir das für heute und das nächste Mal, wie gesagt, mit dem alten Civic, der etwas neuere, macht leider keinen Sinn. Und ich glaube, der ganze neue Civic, den lassen wir dann schon bei der nächsten Klasse mitfahren. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.